Schießlers Woche. Hier spricht der Pfarrer. In wenigen Wochen ist Europawahl. Seit den ungebremsten Flüchtlingsströmen nach Europa, seit Corona und seit dem Ukraine-Krieg steht Europa unweigerlich im Zentrum der politischen, aber auch wirtschaftlichen und geistigen Auseinandersetzung. Die Probleme, mit denen sich das EU-Parlament beschäftigen und die es dringend lösen muss, sind riesengroß. Noch nie vielleicht war Europa, die europäische Gemeinschaft, derart herausgefordert wie in diesen Tagen. So war es ein Glücksfall für mich, jetzt einmal mit dem Spitzenkandidaten der CSU für die Europawahl, Manfred Weber, einen Podcast bestreiten zu dürfen. Und ich darf gleich vorwegnehmen, ich war berührt, begeistert und sehr, sehr angetan von den politischen, menschlichen und vor allem so ehrlichen Bekenntnissen dieses europäisch denkenden und fühlenden Politikers. Dass Europa immer wieder heftig in der Kritik steht, als Überregulierungsbehörde und scheinbare Erfinder der Gängelei, als Hort für faule oder gescheiterte Politiker hierzulande und als monströser Koloss, der sich nicht zu bewegen weiß, das wird im Dauerton moniert und angeklagt. Natürlich gibt es da auch einige Treffer, Niederschläge und Versagensmeldungen, keine Frage. Wer wird jetzt richtig oder ausreichend subventioniert, unterstützt oder gefördert? Warum kriegt Europa keine eigene europäische Verteidigung hin, die sich gegen einen Herrn Putin stark machen könnte? Wie weit darf sich Europa ins Klein-Klein der einzelnen Staaten nun wirklich einmischen? Sitzen da vielleicht gar zu viele Leute in diesem Parlament drin? Oder vor allem solche, die mit der Wirklichkeit der Menschen in Europa überhaupt nichts mehr zu tun haben? Wenn er noch Finanzskandale wie der um die ehemalige griechische Vizeparlamentspräsidentin in Brüssel, Eva Kaili, und ein undurchsichtiges System des Postengeschachers an die Öffentlichkeit gelangen, dann wird das Misstrauen diesem riesigen politischen Apparat gegenüber natürlich noch größer. Die Vorbehalte dem Unternehmen EU gegenüber sind groß, sehr groß, und mir gegenüber sitzt da beim Podcast ein echter, glühender und trotzdem absolut realistischer Europäer namens Manfred Weber. Bei den letzten Europawahlen herrschte er eine regelrechte Europa-Euphorie, merkte ich ihm gegenüber an. Ob es die auch heute noch so geben könnte, fragte ich ihn. Wir brauchen sie, so seine Antwort, wie aus der Pistole geschossen, gerade jetzt. Vor allem der Ukraine-Krieg hat doch gezeigt, wie unglaublich wichtig eine starke EU ist, damit Frieden, Freiheit und Menschenwürde, wie wir es im Westen leben dürfen, erhalten bleiben können. Weber erzählt von einem ukrainischen Bürgermeister, der sich absolut sicher ist und sagt, dass die Ukraine den Krieg gewinnen wird. Warum? Weil er möchte, dass seine zwei Kinder, wie wir alle es genießen dürften, in Freiheit und in einer stabilen Demokratie aufwachsen können. Fertig. Europa ist das Friedensprojekt schlechthin, das nun seit 70 Jahren existiert. Niemals aber darf dieser Frieden durch die Schwäche der westlichen Staaten, durch einen billigen Nationalismus gefährdet werden. Manfred Weber ist so sehr überzeugt von der Stärke und dem Zusammenhalt der europäischen Staaten, die sie schon während vieler Krisen, wie zuletzt eben während Corona, bewiesen haben. Über 740 Millionen Menschen leben hier. Das ist ein geballter, mächtiger Wirtschaftsraum. Das ist ein Erfahrungspool, den man auf der Welt erst noch suchen muss. Vor allem ist es ein geistig-kultureller Zusammenschluss der Menschlichkeit. Kein Staat in der EU kennt zum Beispiel noch die Todesstrafe. Das ist keine Selbstverständlichkeit auf diesem Planeten, wo immer noch 52 Staaten aktiv die Todesstrafe verhängen. Wissenschaft, Kultur, Religion, geistige und christliche Grundlagen, die Vielfalt der unterschiedlichen Staaten, die Reisefreiheit, ein Europa ohne Grenzen, eine gemeinsame Währung wie der Euro, die Begegnung von Menschen unterschiedlicher Abstammung, Sprache und Erfahrung, das alles sind die sichersten Garanten für ein Europa des Friedens und des Wohlstandes. Manfred Weber glänzt regelrecht vor Begeisterung und Euphorie, wenn man ihn so reden hört, und man spürt, wie er für dieses Europa wirklich brennt. Er fühlt sich gar selbst als ein Europäer, er denkt, lebt und handelt so. Ja, wir müssen alle wieder europäischer werden, das habe ich jetzt verstanden. Das heißt, weniger Ausgrenzung, mehr gegenseitige Wertschätzung und vor allem Anerkennung.
Die Wahlen zu diesem weltgrößten Parlament sind bereits ein einziger Friedensakt, der den Menschen Sicherheit und Schutz garantieren kann. Diese Begeisterung Webers für sein Europa ist schon deswegen bemerkenswert, bedenkt man, dass er bei der letzten Wahl, die er als Spitzenkandidat der EVP, also aller konservativen Parteien, zwar erfolgreich abgeschlossen hat, dann aber doch als EU-Chef verhindert wurde von oben. Jeder andere wäre beleidigt abgezogen, hätte sein Engagement für Europa eingestellt. Nicht dieser glühende Kämpfer für Recht und Gerechtigkeit, Chancengleichheit und Transparenz, der jetzt eine Stunde mir gegenüber sitzt und einen flammenden, ungebrochenen Appell für ein freies Europa nach dem anderen ausspricht. Europa ist nie fertig. Europa gibt es nicht auf dem Serviertisch. Europa ist immer das, was wir daraus machen. Wir können gar nicht früh genug damit anfangen. Daher ist die Wahlmöglichkeit ab 16 Jahren, wie jetzt bei diesen Wahlen, vielleicht sogar entscheidend, um die Gefahren für Europa von den rechtsextremistischen Rändern aus abzuwehren. Jetzt müssen wir den jungen Menschen eine Chance geben, ihr Europa zu gestalten. Jetzt müssen wir alle lernen, europäisch zu denken und miteinander umzugehen. Also ich wünsche dem Manfred Weber ganz persönlich, menschlich, aber auch allen engagierten europäischen Politikern und Gestaltern diese Ehrfurcht vor einem starken Europa des Friedens, diese Begeisterung, diese Energie, die ich da spüren dürfte und vor allem diesen Willen, dass Europa immer für uns eine Heimat bleibt. Und uns wünsche ich eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.